sich, dass Nuka World nur noch wenige Wochen im Oktober geöffnet hat. Kommt Corki und mich ein letztes Mal besuchen, bevor wir den Winter überschließen. Und vergesst nicht, eure leeren Nuka-Cola-Flaschen mitzubringen, um $15 Ermäßigung zu erhalten. Steigt ein in den Nuka-Express und bewundert die Nuka-Familie, solange es noch geht. Der Nuka-Express ist über das Nuka-World-Transitzentrum erreichbar. Willst du handeln, ausrauben oder nach... Aha. Dann lass mal sehen, was du... Nuka-World, Nuka-Express und die Nuka-Charaktere sind eingetragene Marken der Nuka-Cola Corporation. Hallo Kinder! Vergesst... Peace. Groovy. Gesichert ist. Wer das Protokoll verletzt und die Transitstation betritt, bevor wir bereit sind, wird einen Kopf kürzer gemacht. Jetzt mach schneller. Ich will Cypress so schnell wie möglich berichten. Thank you.
eine Nachricht oder von unseren Sponsoren. Commonwealth Weaponry. Die Welt da draußen ist gefährlich. Oh Mann. Scheiße. Was ist denn geschehen? Raider. Diese Bastarde haben meine Familie. Du musst mir helfen. Bitte. Geht's dir gut? Ja, es ging mir schon besser. Aber meine Familie macht mir Sorgen. Wenn diese Raider mitkriegen, dass ich weg bin. Ich will mir gar nicht ausmalen, was sie ihnen alles antun. Um Himmels Willen, du musst mir helfen. Erzähl mir, was passiert ist. Sie haben uns reingelegt. So richtig. Meine Familie und ich trafen ein paar Händler. Sie meinten, sie würden eine sichere Siedlung kennen, in Nuka World. Aber als wir eintrafen, das waren Raider, die uns an der Nase rumgeführt haben. Ich konnte fliehen, aber meine Frau und mein Sohn sind noch da. Ich wollte Hilfe holen und zurückgehen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, eine Kugel abzukriegen. Lass mich dir helfen. Ich habe ein Stimpack. Nein, nein. Ich komme schon klar. Heb dir das für meine Frau und meinen Jungen auf. Lisa und Cody. Ich habe genug. Nimm schon. Verdammt, okay. Ich bin gar nicht verletzt. Das stimmt. Ich kann das einfach nicht mehr. Die Raider in Nuka World haben mich gezwungen. Sie locken Leute an und bringen sie zum Spaß um. Aber ich mache ihre Drecksarbeit nicht mehr. Sollen sie mich doch finden und tun, was sie wollen. Klingt für mich nach Standard-Raidern. Du verstehst es nicht. Diese Raider sind anders. Gegen die sind die Commonwealth Raider Chorknaben. Hier, nimm das Passwort und finde das Büro mit dem Steuerungsterminal. Schalt den Strom zu den Schienen ein. Dann kannst du dir selber ein Bild machen. Aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich für meine Begriffe werde mich so weit wie möglich absetzen. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Im Namen der Nuka Cola Corporation möchten wir Sie an Bord der Nuka Express Einschienenbahn willkommen heißen. Bleiben Sie aus Sicherheitsgründen bitte während der Fahrt sitzen oder benutzen Sie die Handläufe. Wenn Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf die rechte Seite richten möchten, können Sie Nuka Worlds berühmten Pistop Mountain sehen. Mit seinen mehr als 100 Metern ist der Pistop Mountain das höchste Bauwerk in Nuka World. Dort finden Sie außerdem das 5-Sterne-Restaurant Pistop Grille. Als nächstes kommt das Herz von Nuka World. Nuka Town, USA. Mit der Cola Cars Arena. Er wird doch denn da auf, obwohl er die Wahrheit kennt. Harvey scheint seine Karten richtig ausgespielt zu haben. Ich habe nur kurz Zeit, also hör mir zu. Und zwar ganz genau. Ich bin Gage, Walter Gage. Und unser gemeinsamer Freund Harvey hat dir nur die Hälfte erzählt. Du bist immer noch auf dem Weg in eine Todesfalle. Aber wenn du da irgendwie lebend rauskommst, habe ich ein interessantes Angebot für dich. Bis dahin. Viel Spaß und sorg für eine gute Show. Ich werde dich beobachten.
meine Lieblingskamera da draußen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt Frischfleisch für die Feuerprobe. Seite festgekettet.
geschafft. Von einem Affen ausgetrickst. Nee. Ja. Der beste Moment unseres Opfers. Und leider nicht sein letzter. Bin drin.
Opfer! Hast du mich schon angeschlossen, Gage? Ja, Boss. Endlich. Schalt jetzt den verdammten Alarm aus. Ja, bin schon dabei. Wo ist denn... Ah, da ist ja mein nächstes Opfer. Sieht mickrig aus. Hier eine kurze Erklärung, wie es läuft. Du rüstest dich aus, machst dich präsentabel und dann bieten wir den Leuten hier eine gute Show. Eine Show, in der ich die Wände mit deinem Hirn verziere. Dank diesem Anzug bin ich der Einzige, der diesen Kampf hier gewinnt. Ende. Denkst du, du bist gut, Gage? Lass ihn durch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das gefallen wird. Es ist gleich soweit. Nach diesem Loch ist das bestimmt das beste Gemetzel aller Zeiten. Gut. Geh zur Sprechanlage an der Wand. Ich fass mich kurz. Wer spricht da? Ich bin derjenige, der dich da lebend rausholt. Also hör gut zu. Gut, ich höre zu. Braver Junge. Sieh mal, du hast es so weit geschafft und bist talentiert. Aber dieser Kampf hat einen Haken. Kapiert? Overboss Coulter. Seine Powerrüstung ist so konstruiert, dass sie vom Netz der Arena mit Strom versorgt wird. Das verdammte Ding ist unzerstörbar. Es wurde alles versucht. Miniguns, Granaten, kein einziger Kratzer. Verstehst du? Wie kann ich ihn besiegen? Willst du gewinnen? Ich habe eine Waffe in den Spinden versteckt. Hol sie dir. Also. Ist das eine Wasserpistole? Ja, ja, ich weiß, wie das aussieht. Aber du musst mir einfach vertrauen. So einen wollte ich schon immer haben. Wäre ein tolles Spielzeug für Sean gewesen. Ah, dann ist das dein Glückstag. Glückwunsch. Können wir jetzt weitermachen? Wenn das Wasser auf Coulters elektrisch aufgeladene Powerrüstung trifft, gibt's einen Kurzschluss. Dadurch wird seine Verteidigung deaktiviert. Dir bleibt aber nicht viel Zeit, bevor sie wieder eingeschaltet ist. Wenn du ihn erledigst, hat sich jede Minute dieser Feuerprobe gelohnt. Versprochen.
Ist so gut wie erledigt. Genau das wollte ich hören. Gut, es ist soweit. Seid ihr bereit für das Gemetzel? Und das Rudel. Bereit für die große Show? Thank you.
hast es gesehen. Wir alle haben es. Coulter ist tot. Wir haben einen neuen Oberboss. Dieser Typ? Bist du dir sicher, Gage? Ich hoffe wirklich, dass du weißt, was du da tust. Hey, wir haben doch darüber geredet. Er hat die Feuerprobe überlebt. Er war clever genug, meinen Rat anzunehmen. Und stark genug, um Coulter zu töten. Einen wie ihn brauchen wir. Wie wär's, wenn ihr eurem neuen Anführer etwas Respekt erweist? Er wird Respekt bekommen, wenn er sich ihn verdient hat. Amen. Na schön, also gut. Verkrümelt euch jetzt. Und ich zeig dem Boss hier alles. Hey. Was hab ich gesagt? Lief alles wie geschmiert. Wolltest du den Overboss echt tot sehen? Tot? Aus dem Weg geräumt? Wo ist der Unterschied? Wir sind ihn los. Der Plan war erfolgreich. Dieser Typ war doch nichts. Da bin ich größere Herausforderungen gewohnt. Blödsinn. Ohne mich würdest du deine Eingeweide vom Boden aufsammeln. Okay. Ich weiß, dass du keine Ahnung hast, was hier abgeht. Und dass gerade alles auf einmal passiert. Aber du musst mir jetzt gut zuhören. Coulter zu erledigen, war keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Ein paar haben das schon länger geplant. Jetzt, wo er weg ist, haben wir eine freie Stelle als Overboss und, Überraschung, du hast den Job bekommen. Ich bitte dich nur, mir bei der Sache zu vertrauen und es zu versuchen. Das wird es wert sein. Erst lockst du mich hierher? Und jetzt soll ich den Laden schmeißen? Sowas in der Art. Ich erklär's dir. Nuka World wird von 3 Raiderbanden beherrscht. Den Jüngern, den Unternehmern und dem Rudel. Und falls du anhand der Namen noch nicht drauf gekommen bist, das sind keine normalen Raider. Diese Idioten können sich untereinander nicht besonders gut leiden. Dank Coulter ist der Laden hier ein einziges Pulverfass, das beim kleinsten Funken hochgeht. Ein falscher Schritt und wir haben hier ein Blutbad. Ich glaube, du hast das Zeug dazu, die Sache gerade zu biegen. Und die Banden dran zu hindern, sich gegenseitig zu zerfleischen. Klingt spaßig. Ich bin dabei. So ist's richtig. Wahrscheinlich hast du viele Fragen, aber hier ist nicht der richtige Ort. Wir sehen uns im Overboss, in deinem neuen Quartier. Dem Restaurant oben auf dem Fistop Mountain. Dort können wir reden. Warte, ich mach dir die Tür auf. Da. Ihr habt nicht zufällig was Außergewöhnliches gesehen, oder? Hey. Ich dachte, Nuka World. Ich habe immer geträumt, hierher zu kommen. Wenn du was suchst, findest du es doch, wie alle anderen auch. Der letzte starb zu schnell. Ich lass echt nach. Hat ja eigentlich nur eine Regel.
Willkommen zu Hause, Boss. Das gehört jetzt alles dir. Hoffentlich magst du das Design. Coulter hatte einen schrägen Geschmack. Aber die Aussicht, Alles, was du hier siehst, steht unter deinem Kommando. Jetzt hast du das Sagen. Das hört sich echt gut an. Das dachte ich mir. Ich will ehrlich mit dir sein. Der Laden braucht jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt. Und das bin ganz sicher nicht ich. Ich bin niemand, der andere Leute führen kann. Und es gibt Leute, die gegen mich sind, weil ich Coulter so lange unterstützt habe. Ich sollte dem neuen Oberboss helfen, diese Scheiße unter Kontrolle zu bringen. Da kann ich meine Fähigkeiten ausspielen. Verstehst du? Klar doch, Gage. Gut. Ich weiß, dass ich dir da einiges abverlange. Reden wir übers große Ganze. Nuka World. Ein verdammter Traum. Riesig. Gebaut wie eine Festung. Wer die kommandiert, dem gehört die Welt. Es ging ganz gut los. War viel Arbeit. Die Jünger, die Unternehmer und das Rudel zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber wir haben es bis hierher geschafft. Vor einem Jahr kamen wir durchs Haupttor, sackten Nuka Town ein und zogen den Händlern die Daumenschrauben an. Und dann wurde Coulter faul. Ihm hat's gereicht, auf seinem Arsch zu sitzen. Den ganzen Park wollte er nie ernsthaft übernehmen. Die Banden wurden rastlos, haben sich gegenseitig ans Bein gepisst. Es war, ist unschön. Das kann ich regeln. Das bekomme ich hin. Ja? Das hoffe ich wirklich. Weißt du, ich kenne diese Banden. Arbeite seit Jahren mit ihnen oder gegen sie. Ich werde dir helfen, okay? Dich anleiten. Erstmal musst du die Banden auf deine Seite bringen. Ohne ihre Unterstützung kommst du nicht weit. Du musst ihnen nicht vertrauen. Teufel, du musst sie nicht mal mögen. Aber sie müssen dich genug respektieren, um dir zu folgen. Hast du einen Tipp, wie ich das machen soll? Ja, also, die Jünger mögen Gewalt. Je blutiger, desto besser. Sag ihnen, dass sie reichlich davon kriegen. Den Unternehmern geht es hauptsächlich um Geld. Wenn du ihnen Kronkorken versprichst, hören sie dir zu. Das Rudel? Tja, keine Ahnung. Die folgen jedem, von dem sie denken, er sei der Stärkste. Ah, da musst du wohl Zähne zeigen. Sie werden auf mich hören, wenn sie Angst vor mir haben. Okay, ganz ruhig. Die meisten dieser Psychos haben Sachen erlebt, die selbst deine Albträume erschrecken würden. Sie lassen sich nicht einschüchtern. Ah, eigentlich bist du schon der neue Overboss, okay? Das ist schon die halbe Miete. Treff dich mit den Anführern. Sprich mit ihnen. Lass etwas deine Muskeln spielen. Zeig ihnen, dass du es ernst meinst. Okay, dann machen wir das. Gut, genau das meine ich. Du musst ihnen nur zeigen, dass du der Richtige für den Job bist. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Du bist nun mal der Overboss. Mach bloß keinen Scheiß.